Liebe Zuseher, wir befinden uns in einer Zeit des stetig voranschreitenden technologischen Wachstums. Da Österreich bei vielen Entwicklungen eine eher passive Rolle einnimmt, überrascht es umso mehr, dass wir gerade beim Punkt autonome Kraftfahrzeuge ganz vorne mitwettern. Meine Damen und Herren, der selbstfahrende Bus ist real, der Bus lebt, der Bus ist Wiener. Wir schalten nun live zu mir in die Wiener Seestadt. Danke, ich befinde mich jetzt hier in Transnobel, wo 2019 die Stadt Wien einen selbstfahrenden Bus auf die Leute loslassen wird. Was aber viele nicht wissen, ist, dass eben dieser Bus bereits samstags zwischen 2:30 und 3 nachmittags erste Gehversuche wagt. Spüren wir ihn auf. Ziel der heutigen Spedition wird es sein, dem Bus erste Informationen über das Projekt zu entlocken. Kommt mit. Aus sicheren Informationsquellen habe ich erfahren, dass der Bus da vorne in der Station immer stehen bleibt, Vitamin D tankt und heiße Schlitten anbaggert. Lisa! Uschi! Der Bus hat die erste Stellungnahme! Keine Stellungnahme. Bus. Zweiter Versuch. Wir haben jetzt die Schlafstelle des Busses ausgemacht und ich werde versuchen, ihn jetzt mit süßen Küssen zu wecken. Wünscht mir Glück. Hey, was soll denn das? Jetzt habe ich den Schnotwand die überall bicken. Erste Informationen für uns vielleicht über das Projekt? Das ist ein Murzhocken, sage ich da. Unter der Woche hantieren die Gefraßsackeln jeden Tag an mir immer dumm. Nicht einmal zum Frühschopf, am Donnerstag schaffe ich es mehr. Das klingt ja tragisch. Und dann gibt's auch noch Aktivität, die mir meine Pause auflaufen. Letzte Frage vielleicht ich noch. Ich bin schneller von 0 auf 100, dass du deine Melange aussaufst. Und jetzt schleichte. Wie man sieht, haben wir den Bus an einem sehr guten Tag erwischt. Wir konnten erste Informationen über das Projekt gewinnen und sind schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Bus zum nächsten Mal.